Und somit grüße ich Sie herzlich willkommen heißen beim Duell Österreich gegen Deutschland im EM-Finale. Mit dabei Ihre Kommentatoren Marcel Dafes und Moll Masterix. Servus. Moin, was geht? Und wir spielen heute das Duell der Giganten, der Erzrivalen. Mit einer Bestrafung, haben wir gesagt. Ja. Das erste Mal. Hilfe, nein, nicht besiegt, ich will nicht besiegt werden. Das ist so langsam! Junge, bei mir hat sie geleckt. Ja, moin. Irgendwie spielt sich meine Spieler nur kacke. Die erste Ecke im Spiel. Ja, moin. Let's go. Stimmt, du hast mir eigentlich das ein Kanaljubiläum bei mir. Das erste Mal auf meinem Kanal. So, als im Video. So. Oh. Ja, stimmt. Und ich werde bei dir. Das wird bei ihm auch noch eine Folge geben. Hallo? Hallo? Ja? Ja, nee. Ich meine, ich habe jetzt meine Spiele gemeint mit Hallo, so was er da so verkackt hat. Ja, alles gut. Also. Ich dachte schon, hä? Hä? War er weg? Da ist da. Der Cola-Flaschen-Mano dran. Ist doch eine Cola-Flasche, oder? Stimmt, nee. Cola Zero. Bitteschön. Ja. Ich glaub, Kiosk, ja. Siehst du, vielleicht bin ich auch gar nicht deine Freundin. Vielleicht bin ich auch Manuel Neuer. Digga, die Werbung war aber auch geil. Ja, die war feier. Weißt du, was dabei irgendwie fehlt? Dass Thomas Müller noch eine Werbung für einen Reitstall macht. Das würde halt auch passen bei ihm. Ja, wird alles passen bei ihm, gefühlt. Ah, verdammt. Digga, ja, Thomas Müller könntest du auch noch hinstellen, was weiß ich, für eine Kondomfirma und der würde das halt auch irgendwie lustig verkaufen. Ja. Ja! Patrick Wimmer! Fußball, Gott! let's go. Dass der reingeht. Das habe ich schon besser gesehen von Manu. Ja, ich auch. Ist der OP? Der OP muss mal in den Ruhestand. Mal so eine Frage, was sagst du eigentlich jetzt zum Thema Neuer und so DFB-Testdegen und so? Ich sag so, man müsste Testdegen auch mal eine Chance geben, aber Manu ist halt die ganze Zeit Weltklasse, aber bald hat sich ausgetanzt, sozusagen. Mhm. Also ich bin halt da der Meinung so, ja, Neuer ist ein guter Torwart, nur ich bin halt der Meinung, so gut wie er früher war, ist er nicht mehr. Ja, das ist er auf jeden Fall nicht mehr. Das ist ja nicht halt auf so einem hohen Niveau. Immer. Ich finde halt, dass Ter Stegen der letzten Zeit einfach Ter Stegen vom Spielerischen einfach besser ist. So, weißt du, ich meine, da macht Ter Stegen weniger Fehler derzeit. Und ich bin auch der Meinung, dass... Nur wenn ich an Ter Stegen denke, muss ich immer an seinem erstes oder zweites Spiel denken, wo er Rückpass machen wollte und es ins Tor ging. Daran muss ich halt immer denken, wenn ich Ter Stegen höre oder sehe. Und das bekomme ich schon im Kopf. Mhm. Na gut, wenn der Neuer irgendwann mal nicht ist, dann wird es eh so eine Sache, dann fehlt der dieser Arm, weißt du, der Reklamierarm. Der kommt dann nicht mehr so gut so aus. Elba! Egal! Komm! Hi, mach ihn! Ist er nicht schon verletzt? Und? Er macht ihn! Marione! Er muss trennen! Kai! Er macht ihn, der Kai! Aber was ich sagen muss zu dem Thema mit dem DFB, es heißt immer Leistungsprinzip und so. Ja. Ich finde, das Leistungsprinzip ist nicht wirklich so. Gibt's doch. Ich finde, das ist halt eher mehr so, dass die, ja, kontaktmäßig kommt rein, wer Leistung bringt, eher weniger. Weißt du, wie man so? Naja. Weil dieses Jahr hätte sich die Verteidigung von BVB mehr verdient als manche von Bayern, weißt man? Ja, klar. Wow. Weil halt viele auch Erfahrung zeigen, die man jetzt mit, wie zum Beispiel Thomas. Nein!
Ja, Herr Thomas ist aber auch, eigentlich auch sehr wegen der Stimmung, weil der einfach gute Stimmung verbreitet. Ja, klar. Der kommt auf den Platz, kommt letzte andere Stimmung. Da. Ja, zum Beispiel, wir es zurücklegen würden. Der kommt auf den Platz, was weiß ich, der macht dann irgendwie, der macht aus einem Pferdewitz oder irgend sowas, keine Ahnung. Ich glaube, der Typ, egal ob man jetzt Bayern mag, aber der Thomas Müller ist einfach so eine Person für sich, der Typ ist. Der Thomas Müller muss man einfach irgendwie Der ist irgendwie, sympathisch der hat finden. irgendwie so eine leicht verrückte Art, aber auch teilweise. Ja. Das ist so einer, der, auf Instagram, was ich bekomme, der Typ einfach, der postet irgendeinen Scheiß, aber. Ja. Weil es ist doch lustig, so muss ich, nicht jeder Fußballer muss sich also so komplett hinstellen, so ja, so inszeniert. Der Typ postet irgendeinen Kack. Das wird gefeiert. Genauso wie der mit der Partnerschaft von ESN, die er auf einmal gemacht hat. Es kam so random. Wird auf einmal hingegangen. Junge. Let's Verdammt. go, Boys! Soll ich mich mal konzentrieren? Wann das? Was war denn das gerade? Keine Ahnung. Ah. Ja! Vera Feder! Nein. Ist der Phil Krug! Nein! Oh Gott, mein Herz. Was war das? Kein Oh. Elfmeter? Nee. Ich hab Ball gemacht. Oh. Das Sah aus mit Risiko. will ich, das gucke ich mir jetzt nochmal an. Sah aus mit Risiko, aber ach, ich hab Ball gespielt. Ach ja. Ja, dann Glückwunsch. Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön, Dankeschön. Aber, also, du musst selber sagen, am Ende hast du noch so richtig dein Herz so, bum, 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 bum. Ja, da ist Also, richtig Eierflatten. am Ende noch wirklich ein paar Chancen, wo es kurzzeitig spannend wurde. Genau, so Also, ein Drücker auf einmal. einmal dachte so, Scheiße, jetzt darf ich nicht mehr verlieren. Aber dann, wir haben ja gesagt, es gibt eine Bestrafung. So wie das jetzt in meinem Jo. Video sieht, gleich nach dem Video oder einen Tag später, so muss ich noch schauen, genau, ein Video online kommen. Da gibt es einen random Stickcode zu gewinnen. Bei mir im Kanal. Und wir machen dann nachher noch ein Video für mein Master Mix. Schaut dann auch gerne bei ihm vorbei. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.